wunderschönen guten Morgen. Ich darf Sie alle ganz, ganz herzlich willkommen heißen in Graz, einer kleinen, aber so denke ich, ganz besonderen Stadt. Was macht uns da so besonders? Was treibt uns an? Ich denke, es gibt selten eine Stadt, in der wie in Graz fast 160 Nationen leben. Wir haben ja knapp über 300.000 Bewohnerinnen und Bewohner, aber die kommen aus fast 160 Nationen. Wir sind eine Stadt, in der gibt es 100 verschiedene Religionsgemeinschaften. Wir sind eine Stadt mit vielen Sprachen und vielen Kulturen. Und ich habe irgendwie schon den Ehrgeiz als Bürgermeister gemeinsam mit den politisch Verantwortlichen im Rathaus der Welt zu beweisen, dass es doch möglich ist, dass so viele Menschen mit so unterschiedlichen Talenten und so unterschiedlicher Herkunft einen gemeinsamen, friedlichen, glücklichen, nachhaltigen und zukunftsträchtigen Weg gehen können. Und gerade wir in der Politik dürfen nicht aufhören und nicht müde werden, auch Bilder zu zeichnen, Bilder von einer positiven Zukunft. Es hat einmal jemand gesagt, viel wichtiger als das Sagen ist das Tun. Und viel wichtiger als das Tun ist das Sein. Und das möchte ich heute auf diesem Kongresstag und dem morgigen Tag vorne voranstellen. Es geht nicht darum, nur zu sprechen, es geht auch darum, letzten Endes zu handeln. Und dieses Handeln, da müssen wir die Menschen mitnehmen. Wir können die Städte nicht ohne Menschen entwickeln. Es gibt für uns in der Politik oft Widerstand, wenn es etwas Neues gibt. Und deswegen wird es nicht nur wichtig sein, dass wir uns in diesen Tagen austauschen, einen Börseplatz vorfinden von Kreativität, von neuen Ideen, wo wir uns selbst anstecken können, wieder positiv aufladen können, sondern es wird dann an uns liegen, diese Ideen zu übersetzen und möglichst viele Menschen in den Städten einzuladen. Der Ministerrat vor mir hat schon darauf hingewiesen, dass wir eine unglaubliche Entwicklung haben, dass auf diesem Erdball sich wahnsinnig viel tut, aber eine Entwicklung, die habe ich mir genauer angesehen, nämlich wie viele Menschen gab es zu welcher Zeit und wie schnell werden die Zahlen größer. Und da habe ich Ihnen mitgebracht, die Ziffern, 300 Millionen Menschen lebten vor 2000 Jahren auf diesem Planeten. Und diese Zahl hat sich dann 1000 Jahre kaum verändert. 1250 stieg die Bevölkerungszahl vermutlich auf 400 Millionen an. 250 Jahre später erst auf 500 Millionen. Und noch einmal hat es ein halbes Jahrtausend gebraucht, bis die Menschheit verdoppelt wurde. Nach 1804 Jahren betrug die Weltbevölkerungszahl 1 Milliarde Menschen. Also erst vor 200 Jahren waren wir 1 Milliarde. Und kurz danach setzte dann aus unterschiedlichen Gründen die Bevölkerungsexplosion ein. Der Homo sapiens vermehrte sich in besonderem Ausmaß. Um die Bevölkerung von 1 Milliarde auf 2 Milliarden zu verdoppeln, brauchte die Menschheit nur noch 123 Jahre. Der Übergang von der zweiten bis zur dritten Milliarde dauerte noch 33 Jahre. Und von 5 auf 6 Milliarden nur noch 12 Jahre. Die UNO sagt, dass wir 2050 75% der Menschheit, und das werden dann noch einmal 2 Milliarden mehr sein, als wir derzeit sind, im urbanen Raum in den Städten wohnen werden. Und deswegen gibt es diese Konferenz in Graz. Mein Vater hat einmal zu mir gesagt, wenn du Hilfe brauchst, nimm deine zweite Hand. Das ist ein gutes Motto für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, für Stadtverantwortliche und alle, die den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern helfen. Wir möchten es aber schaffen, dass wir Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, wir Verantwortliche in der Kommunalpolitik uns die Hand reichen, dass wir uns austauschen, dass wir neue Ideen haben, weil ich denke mir, dass Präsident Obama, dass Präsident Putin, geschätzte Kanzlerin Merkel und viele andere Mächtige dieser Welt mit anderen Themen sehr beschäftigt sein werden. Und wenn wir die Probleme der Welt lösen wollen,
dann macht es Sinn, in den Städten zu beginnen, weil da 75% der Menschen leben werden. Und deswegen freut es mich so, dass wir ein Team haben, die von dieser Idee beseelt sind, Konferenzen zu veranstalten, nicht nur hier in Graz, sondern dann auch künftig in anderen Städten, möglichst auch weltweit, damit wir voneinander lernen können, damit die besten Ideen übernommen werden und damit wir mithelfen, ein bisschen die Welt zu retten. Notwendig ist es allemal. Es ist nicht 5 vor 12, das wissen wir alle. Wir verbrauchen schon so viele Ressourcen bis zu den Sommermonaten, dass wir eigentlich Raubbau betreiben. Ich bedanke mich bei allen Organisatoren, ich bedanke mich bei allen, die auch als Sponsoren mitgeholfen haben, dass jetzt schon 1600 Menschen in Graz sind. Ich wünsche Ihnen gute Tage, eine gute Tagung. Schauen wir, dass wir das Netzwerk vergrößern. Es wird, glaube ich, auf die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und auch den Menschen, die Ihnen dabei helfen, liegen, diese Welt wirklich zu verändern. Alles Gute. Fühlen Sie sich wohl in Graz.